Okay, ich versuche mal in einem Zug nach oben zu klettern. Wenn das nicht klappt, dann kann ich ja immer noch wieder die Form von davor nehmen. Und halt von außen das Ganze versuchen. Aber es sieht ganz gut aus, dass die Ausdauer bis nach oben reicht. Wahrscheinlich hätte ich mich eben auch da lang hangeln können. War nur zu doof dazu. Okay, wir steigen jetzt die Zitadelle der Zeit aufs Dach. Sieh mal eine an, sogar die unterschiedlichen Symbole da drin. Ich sollte hier nicht so lange warten, das könnte Probleme geben. Was war denn das gerade? Okay, Ausdauer wiederhergestellt. Kletter da mal bitte rauf. War das irgendwas Wichtiges? Nee, ich konnte nur weiterklettern, okay. Lass bitte los. Ja, Mann, ich bin voll der Champion. So, ich hoffe, jetzt bricht das Dach nicht unter mir ein. So, seht ihr hier oben irgendwelche Items? Ich noch nicht. Aber ich glaube, es ist dazu gedacht, dass man hier raufklettert, weil sonst würde das hier nicht so einladend nach einer Treppe aussehen. Und da ist eine Truhe. Was ist diesmal hier drin? Ist jetzt das Hemd drin, was ich eben prophezeit habe? Soldatenbogen. Ein mächtiger Bogen, der im Krieg eingesetzt wird. Er ist aus Holz, also passt in der Nähe von Feuer auf, dass er nicht verbrennt. Okay, gedrückt halten und wechseln. Okay. Ah, okay, so ging das. Verstehe. Wer braucht eine Ocarina? Geil. Ah, schön. Alles, was mir jetzt hier noch fehlt, ist ein Heuhaufen. So, kommen wir noch aufs Dach dieser Zitadelle. Das wäre natürlich noch geiler. Immer weiter hinauf. Warte, wir warten, bis die Ausdauer wieder da ist. Und los. Kletter mal hier um die Ecke. Das scheint gerade nicht so viel Ausdauer zu kosten. Was ist denn das da? Okay, jetzt will ich da erst recht drauf. Was ist dieser funkelnde Haufen? Ja. Ui, du hast mich entdeckt. Nenu, du bist ja gar nicht Maronus. Kannst du mich etwa sehen? Ich bin ein Krog. Ein Waldgeist. Hier, ich habe etwas für dich. Wenn du Maronus siehst, gib es ihm doch bitte zurück. Krogsamen. Diese kleinen Samen hat dir ein Krog geschenkt. Vielleicht lohnt es sich, viele davon zu sammeln. Riecht etwas komisch. Meine Freunde verstecken sich übrigens auch an verschiedenen Orten. Wenn dir irgendwas auffällig scheint, solltest du dort suchen. Natürlich. Kleiner Mann. Das habe ich schon mal gesagt, dass ich das Spiel geil finde. Ja, herabsteigen, bitte. Ich trau mich, was ich weiß. So, jetzt muss ich hier nämlich wieder runterkommen irgendwie. Schöne Scheiße. Kacke! Nein, 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 und ich bin K.O. Scheiße. Und ich habe ewig nicht mehr gespeichert. Mal gucken, was passiert, wenn ich auf erneut versuchen klicke. Zum letzten Speicherpunkt zurückkehren. Aber ich glaube, er hat automatisch irgendwo gespeichert. An dieser Stelle werden Hinweise eingeblendet.
Boah, okay, das geht noch. Das geht noch. Warte mal, habe ich den Bogen jetzt schon? Den kann ich aus irgendeinem Grund hier sowieso nicht auswählen. Ja, ich habe den Bogen schon, von daher ist das egal. Hat er schon das Ding da oben gespeichert? Wäre natürlich noch so ein Ding. Pack mal wieder weg. Pack mal wieder weg. Ich bin auch blöd, ich kann einfach ins Inventar gucken. Ja, ich hab das Ding schon. Okay, dann muss ich jetzt nicht nochmal darauf klettern. Dann kann ich hier versuchen, runterzukommen. Das da sieht eventuell noch interessant aus. Komme ich da hin von hier aus? Oh, verfau. Ich mich hier auf dem Vorsprung ausruhen, das wäre sehr geil. Kann ich nicht. Okay, dann nicht. Dann riskiere ich mal noch einen Sprung und bin hier oben. Okay, es suggeriert mir, ich soll da runterspringen, aber da war doch gerade sowieso schon die Truhe. Frage ist, geht's noch weiter nach oben? Okay, hier ist jetzt aber nichts mehr. Schade, hätte sein können. Die Holzfalle kriegen wir nicht nochmal, oder? Nee. Na dann mal wieder los. Okay, ich kann weiter springen, wenn ich Anlauf nehme. Macht ja auch Sinn. Die Kameraperspektive, da kannst du im Prinzip so spielen wie damals den ersten Teil. Ja, gut, die Animationen sehen auch von oben gut aus. Ist immer wichtig. Bei sowas. Okay, das war jetzt also die zerfallene Zitadelle der Zeit. Wir haben leider kein Schwert gefunden, jedenfalls noch nicht. Wer weiß, vielleicht können wir da noch irgendwelche alten Kammern öffnen. Wer weiß, wer weiß. Dann werde ich mal sagen, geht's jetzt langsam weiter in Richtung dieses Dings dort hinten. Und ich kann ja mal versuchen zu speichern. Kleine Stimme, genau. Speichern, kann ich das... Okay, vielleicht wird das doch nichts mit den multiplen Spielständen. Muss ich mal sehen. Die Viecher sind nicht respawned, aber die Fässer. Wie was? Die Holzfällachs zerbricht gleich. Das geht doch nicht. Scheiße. Die hat also auch Ausdauer. Verdammt, ey. Da muss ich aufpassen, auf was ich einschlage. Ich sollte also jetzt Kämpfe meiden. Und Fässer und Krüge am liebsten bestenfalls werfen. Okay. Das war wohl mal ein Brunnen. Ich bin so gemein. Sie auch noch beide. Oh, guck mal. Ein Gecko oder sowas. Es ist weg. Verdammt.
Bockstock, nehmen. Goblin, Bocklin, Bocklin. Okay. Waffentasche ist voll. Das kann ich ändern. Was, mehr als den Stab hat er nicht da gelassen? Wie schnell die Dinger zerbrechen. Muss ich natürlich erstmal was finden, was ich zerbrechen kann damit. Woran ich die zerbrechen kann, so rum. Die haben zwei Freiwillige gefunden. Okay. Ich kann die Wand damit nicht beschädigen. Na, geht doch. So viel hält also ein Bockstock aus. Gut zu wissen, wir haben ja noch ein paar. Ah, hier ist der restliche Loot. Muss ich also auch noch auf meine Items aufpassen? Das geht doch gar nicht. Noch eine antike Schraube, sehr schön. Wasser. Okay, schneller geht mit X. Hyrule Barsch, gewöhnlicher Fisch, der sich in fast allen Gewässern Hyrules tummelt. Er ist auch roh genießbar, zubereitet füllt er jedoch mehr Herzen. Was? Nein, ich fische den See gerade nicht leer. Oh, okay. Darauf sollte ich dann vielleicht achten. Ne, Leute, wenn ihr keine Ausdauer habt, nicht ins Wasser gehen. Kann sein, dass man absauft. Ich sollte vielleicht langsam mal was essen. Nämlich. Genau. Rüstapfel. Verflucht. So, wir wollen es mal nicht übertreiben hier. Ich wollte nur gerade gucken, ob man da vielleicht noch eine besondere Schraube aus diesem unter Wasser liegenden Ding holen kann. Kann man wohl nicht. Die erinnern mich so ein bisschen an diese komischen Teile aus Twilight Princess, die da aus dieser anderen Zone gekommen sind. Der Zwielichtwelt. So, da vorne ist mal wieder ein Bockmist-Typ. Der hat ein Schwert? Bockblin! Ich bin auch super, weißt du? Bockschild. Ein krudes Machwerk aus schlampig zusammengesammelter Baumrinde. Geht gerade so als Schild durch, wenn man ein Auge zudrückt. Aha, so kann ich also blocken. Reiseschwert. Diese Art Schwert ist in ganz Hyrule zu finden. Es ist robust, aber keine sehr effektive Waffe im Kampf gegen Monster. Waffentasche ist voll, ach so. Das geht wahrscheinlich einfacher, wenn ich... Verdammt, was war es? Wo ist es hin?
Okay, pack mal weg. Wir wollen das Schwert nicht gleich wieder kaputt machen. Hier geht's also weiter. Aber das werde ich erst in der nächsten Aufnahme machen, ne? Ich werde jetzt mal schnell Folge rendern, damit die heute noch online geht. Und dann sehen wir mal beim nächsten Mal, also für euch morgen, wie das hier weitergeht. Als dann, bis dann.